Unsere 20er, ein Jahrzehnt, in dem wir so vieles entscheiden, gleichzeitig keine Minute verpassen wollen. Ein Jahrzehnt, in dem wir endlich alles dürfen, zwischen so vielen Optionen schwanken und gleichzeitig aber total in Überforderung und Verantwortung ertrinken. Hi, ich bin Sophia, mittlerweile 29 und meine 20er sahen so ganz anders aus, als ich sie mir jemals hätte vorstellen können. Dieses Video ist mal was ganz anderes und ich hoffe sehr, dass es dir gefällt. Daher würde ich mich so sehr freuen, wenn du dem Video einfach ein Like hinterlässt, am besten auch unten einen Kommentar schreibst und den Kanal natürlich auch sehr gerne abonnierst. Dieses Video dient übrigens nicht dazu, sich auf irgendeine Art und Weise zu beschweren. Das sind alles nur meine eigenen Meinungen, Erfahrungen und Tipps. Und natürlich gibt es auf dieser Welt Menschen, die es deutlich schwerer haben. Heute teile ich also 10 Dinge, die ich in meinen 20ern sehr gerne noch etwas früher gewusst hätte. Und falls du einen passenden Ratschlag hast, dann darfst du es natürlich sehr gerne einmal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Erstens, die Bereitwilligkeit zu haben, von anderen Menschen nicht gemocht zu werden, ist eine absolute Superkraft. Falls ihr sogenannte People-Pleaser seid, so wie ich auch, die es gefühlt immer allen anderen recht machen wollen, außer einem selbst und dafür dann auch sehr gerne mal was einstecken, ihr seid nicht alleine. Ich war auch sehr, sehr lange so und ich würde behaupten, mein Grundcharakterzug besteht auch immer noch daraus. Vielleicht habt ihr es in den letzten Jahren auch gemerkt, dass ich in meinen Videos immer sehr, sehr krass versuche, alle Seiten irgendwie mit zu beleuchten, sodass sich absolut bloß niemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber ich habe in den letzten Jahren auch bemerkt, dass gerade diese Eigenschaft von mir sehr, sehr häufig ausgenutzt worden ist, gerade auch im YouTube-Umfeld. Es gab sehr viele Stories behind the scenes von Kolleginnen, die ich mich niemals getraut habe anzusprechen, wurde wirklich sehr, sehr scheiße behandelt und ich hätte mich einfach aus dieser Situation vorher rechtzeitig rausnehmen können oder Grenzen aufweisen können, indem ich einfach sage, halt, stopp, bis hier. Und nicht weiter, weil wir beide müssen nichts miteinander zu tun haben. Du hast kein Recht, mich so zu behandeln und ich möchte einfach, dass wir getrennte Wege gehen, weil es durchaus möglich ist, dass wir getrennte Wege gehen und jeder sein eigenes Ding macht. Und das habe ich nicht getan, aus der Angst heraus, dass ich nicht gemocht werde. Zweitens, sich im Körper wohlzufühlen ist kein finaler Zustand, den man erreichen kann, sondern ein Prozess. Ich finde, gerade in den 20ern fängt man sehr häufig an, mit seinem Körper teilweise noch stärker zu strugglen, weil ich finde, neben der Pubertät entstehen da auch nochmal viele Änderungen am eigenen Körper. Man hinterfragt gerade auch in Kombination mit Social Media viele Schönheitsideale und fragt sich, passe ich da irgendwie rein? Muss ich da reinpassen? Und man bekommt dann relativ schnell das Gefühl, okay, sobald ich reine Haut habe, fühle ich mich endlich schön. Sobald ich x beliebige Kilos ab- oder zunehme, fühle ich mich endlich schön. Und falls ihr sowas vielleicht schon mal erreicht habt, habt ihr wahrscheinlich auch relativ schnell gemerkt, dass danach immer noch so ein Gefühl kam, ja, aber jetzt hätte ich gerne noch das, dann hätte ich gerne noch dies. Und das ist irgendwie sowas Endloses, dass man halt nicht in diesen finalen Zustand kommt von ich fühle mich wohl, sondern es ist tagtägliche Arbeit, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Und ich finde, gerade in den 20ern ist das eine Findungsphase und einfach zu akzeptieren, dass es ein Prozess ist, zu lernen, sich und seinem Körper was Gutes zu tun, ist viel, viel besser als zu denken, dass es irgendwann mal so ein finaler Zustand ist, den man erreichen wird. Was mir persönlich sehr geholfen hat, ist Sport zu treiben, eine ausgiebige Skincare-Routine, allgemeine Routine, eine ausgewogene Ernährung und mir selbst zum Beispiel auch klar zu werden, mit was für einer Körperbehaarung ich mich wohlfühle. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Philips bedanken, die wieder ein Video von mir unterstützen. Ich persönlich habe nämlich in meinen 20ern herausgefunden, dass ich mich mit möglichst wenig Körperbehaarung sehr, sehr wohlfühle. Gerade beim Reisen habe ich dann auch das Gefühl, weniger zu schwitzen und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich übrigens auf eine langfristige Haarentfernungsmethode setze. Und dafür habe ich das Philips Lumea IPL Gerät. Das Gerät kann man übrigens auch per Akku betreiben, was ganz cool war jetzt auch bei der längeren Reise. Ich konnte es einfach daheim aufladen und dann mitnehmen. Und durch den Smart Skin Sensor wird dann auch erkannt, welche Stufe die richtige für euch ist. Ich persönlich finde ja, dass das vorher nachher auf jeden Fall für sich spricht. Jetzt, wo ich es einige Wochen verwendet habe und einige Behandlungen hinter mir habe. Übrigens werdet ihr auch an die nächste Behandlung per App erinnert. Ich kann euch daher das Try-and-Buy-System auf jeden Fall nur empfehlen. Ihr könnt euch das Gerät einfach monatlich zu euch nach Hause holen und dann monatlich überlegen, ob ihr es weiter nutzen möchtet und ausprobieren möchtet. Das heißt, ihr könnt es dann ganz einfach kündigen und zurückschicken, falls ihr sagt, ihr seid nicht so zufrieden. Falls ihr allerdings sagt, ihr seid zufrieden, dann könnt ihr das Gerät ganz einfach kaufen und die Raten, die ihr bis dahin dann schon bezahlt habt, werden ganz einfach berücksichtigt. Alle weiteren Infos dazu lasse ich dir auf jeden Fall einmal unten in der Infobox. Drittens, was ich sehr gerne auch in meinen 20ern etwas früher gelernt hätte,
Lerne langfristig zu denken. Wir sind von der Schulzeit meistens so krass geprägt davon, sehr kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Es ist irgendwie wichtig, was bis zu den nächsten Ferien passiert, gefühlt. Und dann stolpert man meistens so vielleicht in die Ausbildung oder ins Studium rein und plötzlich später dann, spätestens in den 20ern, checkt man so, okay, man trifft jetzt richtig krasse langfristige Entscheidungen. Was möchte ich eigentlich werden? Was möchte ich arbeiten? Mit wem will ich vielleicht zusammen sein? Möchte ich eine Familie gründen? Das sind alles Entscheidungen plötzlich, die viel langfristigere Auswirkungen haben. Ich persönlich konnte es relativ lange nicht so krass wie Damian. Damian war da schon viel früher, viel weiter, zum Beispiel auch mit dem Hausbau. Ich habe da sehr krass gelitten zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob es nach außen so ankam, aber ich habe mich sehr, sehr oft gefragt, warum mache ich das eigentlich? Kann ich nicht einfach alles hinschmeißen? Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist mir viel zu viel Verantwortung. Zum falschen Zeitpunkt gefühlt. Jetzt im Nachgang weiß ich, dass es eigentlich ganz gut war, dass Damian damals auch schon so langfristig gedacht hat und ich dann Stück für Stück davon angesteckt worden bin, weil das ist der einzige Grund, weswegen wir uns das jetzt mit 29 und 30 erlauben können, demnächst auf Reise zu gehen, indem wir halt einfach zwei Parteien in diesem Haus vermieten können und das damit natürlich auch mitfinanzieren und gerade als Selbstständige noch ein finanzielles Backup haben. Aber ob ich es geil fand, mit 23, 24, 25 mein Leben auf einer Baustelle zu verbringen, von morgens bis abends und meinen Partner eigentlich so gar nicht mehr zu sehen, nee, ich fand's ganz ehrlich scheiße. Viertens, denk immer dran, fast keiner weiß in seinen 20ern, wohin mit sich, auch wenn es ab und zu in den sozialen Medien so aussieht. Das kann ich nämlich sehr nachvollziehen, dieser Gedanke, dass man sich ab und zu sehr, sehr lost fühlt, weil man denkt, oh mein Gott, ich bin die Einzige, die eben gerade gar keine Ahnung hat, wo es eigentlich hingehen soll. Dass ich jetzt hier bin, wo ich momentan bin, damit habe ich null gerechnet und ich habe mich so oft so lost gefühlt, weil ich von außen betrachtet, wenn man das mal so analysiert, schon viele, viele Versuche gebraucht habe, bis ich jetzt da bin, wo ich bin und das nicht alles so einfach war, sondern ich mich sehr dagegen gewehrt habe, aber es trotzdem am Ende irgendwie ein guter Weg für mich war. Aber hätte ich vielleicht früher auch schon gewusst, dass es sehr, sehr vielen so geht und man sich dadurch dann auch aktiv austauscht, wäre es mir wahrscheinlich schon insgesamt einfach noch mal ein bisschen leichter gefallen. Fünftens, niemand interessiert sich so stark für das, was du machst, wie du selbst. Auch wenn es manchmal so erscheinen mag, dass andere Leute sich total krass für dein Leben interessieren und rumgossipen, was sehr, sehr gerne, sehr häufig gemacht wird. Ich meine, ich stehe ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Ich habe mit sehr vielen Meinungen von außen zu kämpfen. Ich kann das zum Glück relativ gut ab mittlerweile. Aber trotzdem kennt das wahrscheinlich jeder, dass man sich einfach sehr viele Gedanken macht. Gerade wenn man anfängt, Entscheidungen zu treffen, die langfristig sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, dass von außen sehr, sehr viel gejudged wird. Vergesst nicht, dass diese Menschen sich tatsächlich total kurz eigentlich nur dafür interessieren. Die geben vielleicht einen dummen Spruch ab, so untereinander. Und dann später ist es irgendwie auch vergessen. Und du selbst investierst da viel, viel mehr Zeit in diese Meinung, die diese Menschen abgeben, als die selbst eigentlich überhaupt da reingeben. Von daher ist es wichtig, dass du mit dem Ganzen am besten so schnell wie möglich abschließt und wirklich daran denkst, hey, ich selbst interessiere mich dafür am meisten, deswegen ist es auch für mich am wichtigsten. Sechstens, unpopular opinion zum Teil. Lerne, so schnell wie möglich mit Geld umzugehen. Dami und ich, wir hatten glücklicherweise das große, große Glück, dass wir das sehr, sehr früh gelernt haben. Und wir müssen ehrlich sagen, wir kämpfen zum Teil bei Bekannten oder so, die hinter unserem Rücken oder teilweise auch Familienmitglieder und Co., die einfach sagen, wie können die sich das denn jetzt leisten und sowas, das zu machen? Und ich denke mir so, gerade du weißt doch, was wir alles zum Teil geopfert haben. Zum Beispiel auch das Thema Hausbau. Natürlich haben wir am Ende ein Haus, aber wir haben halt wirklich 3 Jahre lang jeden Tag dort geschuftet und unsere Beziehung ist einfach fast zu Hunde gegangen deswegen, weil wir so am Arsch waren und wir waren nicht in unseren Anfang 20ern jedes Wochenende feiern oder nonstop auf irgendwelchen Wochenendtrips oder haben tausende Urlaube gemacht, wo wir das Geld einfach nur aus dem Fenster geschmissen haben, sondern wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, welche Urlaube können wir machen, wie können wir es möglichst günstig machen, wie können wir so Geld ausgeben, dass wir es trotzdem noch investieren können. Und ganz ehrlich, versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Es ist total, total in Ordnung. Wenn ihr mit Anfang 20 sehr gerne feiern möchtet und unterwegs sein wollt, macht es. Das ist total schön. Das Einzige, was ich mir an dieser Stelle wünsche, ist, dass man nicht 5 Jahre später dann hinterm Rücken andere Menschen zerreißt, die zu dieser Zeit sich eben dagegen entschieden haben und bewusst dafür entschieden haben, Geld beiseite zu legen, beziehungsweise halt eben nicht auszugeben, sondern zu investieren und dann über diese Menschen schlecht zu sprechen, nur weil man sich selbst dann erst an diesem Punkt
dahin arbeiten kann, weil man dann erst anfängt zu sparen und bewusster mit Geld umzugehen, das ist in Ordnung. Aber seid den anderen nicht böse, die es vielleicht schon früher gemacht haben. Und übrigens rede ich eben gerade von Menschen, die genau die gleichen Privilegien hatten wie Damen und ich. Ich rede nicht von Menschen, die vielleicht irgendjemand zu Hause hatten, den sie pflegen mussten oder aus ganz anderen Verhältnissen kommen. Also bitte schert da nicht alles über einen Kamm. Siebtens, ein sehr passender Punkt an dieser Stelle, wie ich finde, vergleiche deinen Weg nicht mit dem Weg von anderen. Damit stehst du dir selbst am Ende des Tages nur im Weg, denn am Ende des Tages ist es in Ordnung, wenn du in deinen 20ern nur feiern möchtest. Du tust ja niemandem weh, außer ja, dir selbst vielleicht, weil du im Nachhinein denkst, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger machen sollen. Wenn du die Karriereleiter schon relativ früh aufsteigen willst, in Ordnung. Wenn du früh eine Familie gründen willst, auch in Ordnung. Unsere eigenen Wege definieren sich durch so viele Einflüsse und verschiedene Entscheidungen, die wir treffen und auch Voraussetzungen, die wir hatten und zum Teil natürlich auch etwas Glück, vielleicht am richtigen Ort gewesen zu sein, im richtigen Moment, dass es einfach nicht fair zu vergleichen ist, dass den Weg, den man selbst geht, mit dem Weg von jemand anderem. Von daher ganz, ganz wichtig, sich so schnell wie möglich davon lösen. Ich selbst habe mich auch eine Zeit lang sehr stark mit vielen verglichen, gerade auch Thema YouTube. Warum sind manche so viel erfolgreicher? Warum klauen mir manche mein Format 1:1 und sind noch viel erfolgreicher damit? Und du denkst dir nur so. Alles klar, aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, Sophia, du machst jetzt einfach dein Ding, du kannst es nicht vergleichen, so ist es halt. Und dann, das hat die ganze Sache echt viel leichter gemacht. Achtens, damit direkt zum nächsten Tipp, sei nicht so hart zu dir selbst. Am meisten sind wir am härtesten zu uns selbst, weil wir denken, warum kriegst du das einfach nicht hin? Warum hast du nicht diese Ziele, diese Träume, die erfüllen können, von denen du vielleicht in deinen Teenagerjahren geträumt hast? Es ist trotzdem einfach hart, weil man mit sich selbst so hart ins Gericht geht, weil sonst macht das ja eigentlich keiner im Umfeld. Von daher, und falls es jemand noch härter macht, dann solltet ihr euch von dieser Person lösen, wenn die euch nicht gut tut, wenn es möglich ist. Ich weiß, manchmal gibt es Situationen, da ist es nicht so leicht möglich. Aber was ich damit sagen möchte, seid ganz liebevoll zwischendurch auch mal zu euch. Seid auch hart, damit ihr weiterkommt, aber seid auch mal liebevoll und klopft euch mal auf die Schulter und sagt, yes, you go, girl, du hast es geschafft bis hierhin. Neuntens, handel, bevor du zu sehr in Gedanken vertiefst. Ihr kennt das wahrscheinlich, ich denke. Man liegt da oder man sitzt da und denkt sich alles. Man malt sich alles aus und denkt und denkt und denkt und zerdenkt, was könnte eigentlich passieren. Und dann denkt man so viel, dass man eigentlich schon so viel Zeit ist schon draufgegangen, wo man eigentlich schon längst einfach hätte handeln können. Meistens besser einfach mal schon mal zu handeln, nachdem man schon ein bisschen schon drüber nachgedacht hat, ist auch nicht schlecht, aber dann einfach handeln und dann weiter gucken, wie hat sich's angefühlt, weil dann kann man wieder erst was zu denken, wenn man auch was getan hat. Zehntens, ein sehr wichtiges Learning, was vielleicht auch viel Herzschmerz erspart, umso früher man es lernt in den 20ern, dass manche Beziehungen einfach, beziehungsweise eher die meisten sogar, dazu da sind, um zu enden. Und damit meine ich nicht nur Partnerschaften, diese natürlich auch, sondern auch Freundschaften oder auch Beziehungen zur Familie. Gerade in den 20ern entwickelt man meistens zu Beginn der 20er sehr starke Meinungen, weil man vielleicht auch so einen kleinen Höhenflug erlebt. Man hat ja dann plötzlich Verantwortung und man darf alles und dann sagt, nee, ich finde das so und wenn alle das so machen würden, dann wäre das alles viel besser. Es wird irgendwann mal besser wieder so gegen Ende der 20er, dann denkt man wieder so, okay, ich war damals auch nicht so weise, alles in Ordnung. Das Leben ist ein Prozess, man lernt. In 5 Jahren denke ich auch mal wieder, was habe ich jetzt für dumme Sachen gesagt. Aber natürlich ist es dadurch auch einfach rückschließend, dass man mit einigen Menschen auch in einen Konflikt treten wird, weil die natürlich andere Meinungen ausbilden und dementsprechend ist es auch in Ordnung zu sagen, hey, unsere Wege trennen sich erstmal, vielleicht finden die Wege auch irgendwann mal wieder zusammen, das habe ich auch erlebt. Menschen kommen und gehen in dein Leben und genauso ist es auch andersrum. Du wirst bei anderen mal in ihr Leben treten und dann auch wieder rausgehen. Es war mal ein ganz anderes Video von mir, aber ein mir sehr, sehr wichtiges Video und es würde mich so sehr interessieren, was du sehr gerne in deinen 20ern gewusst hättest. Lass es mich sehr gerne einmal unten in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, dem Video, falls es dir gefallen hat und dir da auch sehr gerne mehr in diese Richtung wünscht, dem Video einfach ein Däumchen nach oben zu hinterlassen und vor allen Dingen auch den Kanal zu abonnieren. Übrigens lasse ich dir, wie erwähnt, alle Infos zum Philips Lumia EPL einmal unten in der Infobox zum Try-and-Buy-System. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hier verlinke ich euch das letzte und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!